Also, wir haben ja mehrere Mikros. Also, wir sind ja wirklich gut ausgestattet hier heute, ne? Ja, vielen, vielen Dank euch beiden. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Dieses Sprichwort, glaube ich, ist uralt und es bewahrheitet sich immer wieder. Und natürlich gerade unseren Politikern gegenüber. Ich weiß nicht, dafür gibt es eigentlich gar keine anderen Worte. Habt ihr beide prima gemacht. Wo sind sie denn? Jetzt sind sie schon wieder weg. Gut, aber wir hören sie nachher ja sowieso nochmal. Jetzt kommen wir zu unserem ersten Sprecher des heutigen Nachmittages. Ich freue mich, dass er sich auf den Weg gemacht hat und natürlich wieder mal einen Autokorso auch angeleitet hat von Neubrandenburg kommend. Und er hat auch schon einen ganz kleinen kurzen Stopp in Friedland gemacht. Und hat auch dort eine kurze Ansprache gehalten, bei Regen und so weiter, aber uns kann ja nichts erschüttern. Und ich freue mich, dass er jetzt hier ist, mit seinem Autokorso, aus Neubrandenburg kommend. Vom Hauptberuf her ist er eigentlich mal Versicherungsmakler gewesen, glaube ich. Genau. Er ist eigentlich schon mehr oder weniger hauptberuflich in einer Demoszene unterwegs, in der Aufklärung. Er ist ein Kämpfer vor dem Herrn, das kann ich wirklich so sagen. Er hat seit 2022 viele, viele Autokorsos schon geleitet und nicht nur hier in Mecklenburg-Vorpommern, sondern deutschlandweit. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist eine Hausnummer, ne? Das ist echt eine Hausnummer. Und ja, begrüßt einfach mit mir jetzt hier oben. Heute ist es kein Anhänger, heute ist es ein Auflieger. Auf diesem Auflieger der Wahrheit, sonst sage ich immer Anhänger der Wahrheit, begrüßt mit mir mit einem richtig starken Applaus Robert Volker. Ja, hallo Antlam. Hallo Robert. Hallo. Ja, ein paar kennen mich. Die anderen haben ja gerade gehört, wer ich bin. Also ich bin Versicherungsmakler, genau. Ich habe nicht seit 2022 Autokorsos geleitet, sondern schon seit 2021 habe ich meinen ersten gemacht im Januar. Da galt noch, wie wir es so schön gehört haben, Maskenpflicht für Fahrer in diesem Bundesland, wo ich das erste Mal selber eine Klage geschrieben habe gegen diese sonderlichen Auflagen. Wegen einem Formfehler wurde sie leider abgelehnt, aber zwei Wochen später wurden meine Einwände von der Landesregierung dann umgesetzt und Fahrer mussten keine Maske mehr tragen, weil ja, das ein Verstoß ja gegen unsere Landesverordnung war. Aber ja, das war eigentlich zu den Autokorsos, ja, von Berlin bis Konstanz am Bodensee, komplett um den Bodensee habe ich Autokorsos gemacht, um für Frieden, für Freiheit und Selbstbestimmung, für uns alle gemeinsam, für unsere Familien einzustehen, dass wir gemeinsam wieder eine Zusammengehörigkeit in diesem Land entwickeln. Und ihr seid ein Teil davon, von diesen ganz vielen tollen Menschen, die auf der Straße sind und Empathie haben, die so wichtig ist, um eine Gesellschaft am Laufen zu halten. Okay. Jetzt so besser. Ich rede eigentlich lieber mit Mikrofon in der Hand. Ja, ich finde eigentlich, wenn wir für Frieden hier stehen, gibt es so eine tolle Definition und die muss ich einfach ablesen. Frieden ist allgemein definiert als ein heilsamer Zustand der Stille oder Ruhe, als die Abwesenheit von Störung oder Beunruhigung und besonders von Krieg. Frieden ist das Ergebnis der Tugend, der Friedfertigkeit und damit verbundener Friedensbemühungen. Und ich glaube, da lässt unsere Bundesregierung ganz doll dran vermissen, an diesen Friedensbemühungen. Und deswegen sind wir hier. Wir alle wollen in Ruhe und in Frieden leben und friedlich leben. In unserer Heimat, und auch dieses Wort ist ja schon verschrien. Ich habe heute blau an, das ist aber meine Lieblingsfarbe und hat nichts mit einer Partei zu tun. Muss man ja heutzutage auch schon leider mittlerweile sagen, solche Dinge. Schlimm, wo wir in diesem Land hingekommen sind, dass wir für unsere Meinung uns rechtfertigen müssen.
nur weil man Kritik... Sehr schön. Nur weil man Kritik an einer Regierung übt, ist man nicht gleich ein Extremist. Deswegen ist man auch nicht ein Verschwörungstheoretiker, sondern wir sind alle ganz normale Menschen und wir lassen uns nicht spalten. Und ich möchte noch ein Zitat bringen. Johan Galtung, wer das nicht weiß, das ist ein norwegischer Soziologe, der sagte einmal zum positiven Frieden, oder es gibt eine Definition von ihm: Neben fehlender kriegerischer Gewalt, also direkter Gewalt, und auch das Fehlen kultureller und struktureller Gewalt, nach dieser Definition bedeutet Frieden also zusätzlich das, jetzt muss ich kurz schauen, das Fehlen einer gewaltbasierender Kultur sowie das Fehlen repressiver oder ausbeuterischer Strukturen. Jetzt müssen wir uns natürlich fragen, was ist in diesem Land los? Ich glaube, wir sind alle auf der Straße, auch die Bauern, weil es um die Existenz geht. Wir werden ausgebeutet. Die Erdgaspreise sind seit August 2022 um 85% gefallen. Von 10 Dollar auf in der jetzt gerade im Februar auf 1,70 Dollar. Das heißt, alle bekommen Erhöhungen und irgendjemand füllt sich damit die Taschen. Und das ist Ausbeutung! Mit unserem Geld. Mit unserem Geld, genau wie an der Zapfsäule, verdient sich irgendjemand eine goldene Nase. Denn auch der Erdölpreis ist seit diesem Zeitraum um 50 Dollar gefallen. Von 120 auf 80, teilweise auf 70. Und wir müssen selber ins Handeln kommen, denn unsere Politik hilft uns hier nicht weiter. Und deswegen müssen wir unsere Kraft erkennen und gemeinsam den Mut haben, auch etwas zu verändern in diesem Land. Und das können wir, wenn wir unseren Geldkreislauf wieder vernünftig lenken und uns zusammenschließen und eine wirtschaftliche Kraft entwickeln und wieder regional einkaufen und regional uns auch verbünden. Egal ob Unternehmer, ob Angestellte, ob Bauern, alle gemeinsam haben wir eine wirtschaftliche Schlagkraft. Wir müssen uns dieser Stärke nur bewusst werden. Ihr und wir gemeinsam. Und daran arbeiten wir und wir halten euch auch im April dann auf dem Laufenden, was wir da ausgearbeitet haben in der Zeit. Weil viele haben gefragt, warum ist der Unternehmeraufstand gerade jetzt nicht so aktiv? Weil wir sehen, dass einfach die Resonanz und es auch nicht die Häufigkeit bringt, auf die Straße zu gehen. Und dass die Straße nicht der einzige Weg ist. Wir müssen auch andere Lösungen finden. Denn es werden sich uns nur mehr Menschen anschließen, wenn wir ihnen auch Lösungen anbieten und über Lösungen nachdenken. Wenn uns gesagt wird im Gespräch bei der IHK mit dem Staatssekretär, dass die Ministerpräsidentin 3 bis 6 Monate braucht, um sich mal mit uns zusammenzusetzen als Unternehmern, dann ist das viel zu viel Zeit und viel zu viel Selbstständige und viel zu viele Menschen werden weiter in Insolvenz gehen oder finanziell das nicht mehr überstehen die nächste Zeit. Und deswegen ist es wichtig zu handeln. Also seid gespannt, was ihr in nächster Zeit noch hören werdet. Wir werden uns auch als Unternehmeraufstand mit allen Branchen als Verband aufstellen lassen und unser Ziel wird es sein, der größte Unternehmerverband in Mecklenburg-Vorpommern zu werden, um auch bei der Politik Gehör zu finden. Und wisst ihr was? Dafür sind gerade mal 301 Mitglieder notwendig. 301 Mitglieder, um der größte Unternehmerverband zu werden. Und das ist unser Ziel, um einfach bei der Politik Gehör zu finden und ihnen auf den Schlips zu treten. Denn egal welche Partei, wir sind unparteiisch, wir sind friedlich, wir sind demokratisch. Egal welche Partei an der Macht sein wird, das entscheidet das Volk. Das obliegt nicht mir zu sagen oder eine Wahlempfehlung zu geben. Wir entscheiden auch am 9.6. bei den Kommunalwahlen und den Europawahlen. Und es werden sich viele Menschen kommunal aufstellen lassen, unter anderem auch Unternehmer und andere Menschen in Neubrandenburg, die in der Stadtvertretung einfach was verändern wollen, in der Region. Habt Mut, das auch selbst zu tun. Die Anmeldefrist ist der 26.3.
Also wer in seiner Stadtvertretung, in seiner Kommune noch etwas machen möchte, habt Mut, einfach euch aufstellen zu lassen. Es geht nur, wenn wir auf unterschiedlichen Ebenen und Wegen arbeiten. Die Straße ist ein Teil davon. Der andere Teil ist, sich zu vernetzen. Und der nächste ist auch, mit der Politik zu sprechen. Denn Kommunikation ist auch ein ganz wichtiger Weg. Wir sind nicht wie die Regierung, die andere Menschen oder Andersdenkende ausgrenzt. Wir laden immer wieder ein zum Dialog und zum Gespräch, um gemeinsam zu Lösungen zu kommen. Denn Frieden ist die Fähigkeit, Konflikte mit Empathie und das Verständnis füreinander und dass man sich in einen anderen Menschen hineinversetzt, in seine Sorgen und Nöte, wieder auszukommen. Das geht nur, wenn man dieses Verständnis hat. Und dieses Verständnis lässt unsere Bundesregierung vermissen. Denn wenn wir hören in den Medien, ob das Problem der Offiziere, die einen Angriff oder eine Angriffssimulation auf die Krimbrücke gemacht haben, für Kanzler Scholz ein Problem sein wird, dann frage ich mich bei den Medien, ob das wirklich das Hauptthema ist, worüber wir reden sollten. Das Wichtige dabei ist doch, wer hat diesen Offizieren den Auftrag gegeben? Wir müssen die richtigen Schuldigen benennen. Unsere Bundesregierung, der Verteidigungsminister, hat diesen Auftrag gegeben. Ein anderer kann es nicht gewesen sein. Die Offiziere haben das nicht von sich aus gemacht. Das sind Befehlsempfänger. Und deswegen dürfen wir diese Regierung auch kritisieren. Und das werden wir weiter tun. Denn wenn die Medien einfach darüber Stillschweigen bewahren, dass Deutsche wieder einen Angriff auf Russland planen, dann sollte man doch mal in die Geschichte zurückdenken, wann das letzte Mal war und was damit verursacht werden kann. Und das ist bestimmt nicht die Empathie und die Fähigkeit, Frieden herzustellen. Genauso wenig wie Sanktionen. Diese Sanktionen schaden nur uns. Und unsere Politiker haben einen Eid geschworen, Schaden vom deutschen Volk abzuwenden. Der Schaden ist immer größer geworden. Und er wird immer größer. Er wird täglich größer durch die Maßnahmen unserer Politiker, die selber zugeben, dass Deutschland wirtschaftlich schon am Abgrund steht. Und diese Politiker sind noch an der Macht. Sie sollten sofort zurücktreten. Wir brauchen dringend wieder Politiker mit einem Bildungsniveau. Und das wird eine unserer Forderungen sein. Wir brauchen Politiker, die mit beiden Beinen im Leben gestanden haben. Menschen, die eine Berufsausbildung mindestens haben und auch gearbeitet haben. Ansonsten dürfen wir uns solche Menschen nicht mehr vertreten. Das sind Volksvertreter und die sollten auch über unsere Interessen Bescheid wissen als Menschen. Und sie sollten, das möchte ich jetzt nicht sagen, sie sollten einfach das tun, was ihr Auftrag ist. Wir bezahlen sie dafür, dass es uns gut geht. Und das ist in letzter Zeit nicht der Fall. Also dürfen wir diese Kritik auch ausüben. Wir wollen eine Verbesserung für uns im Land. Und dafür gehen wir weiter auf die Straße, gemeinsam, in Einigkeit, in Friedlichkeit, in Harmonie. Miteinander. Und wir laden immer wieder die anderen Menschen ein. Grenzt sie nicht aus, beleidigt sie nicht, denn auch das ist kein Frieden. Nur wenn wir die Arme offen halten und jeden wieder, auch wenn er uns vorher beleidigt und kritisiert hat, immer wieder einladen zum Gespräch, können wir etwas verändern. Vielen, vielen Dank und macht weiter einfach und haltet durch. Es geht nicht von einmal weg. Wir müssen konstant auf der Straße bleiben, denn wir alle selber sind schuld daran, dass es so weit gekommen ist in unserem Land, weil wir zu lange zugeschaut haben und zu lange passiv waren, weil wir anderen Menschen vertraut haben, dass sie für uns etwas regeln und die haben uns leider im Stich gelassen. Also müssen wir wieder das erkennen, was wir hier tun müssen, regelmäßig wieder uns einbringen in diese Gesellschaft. Vielen Dank, dass ihr das stets und ständig tut. Vielen Dank, dass es euch gibt.
Jetzt geht das Mikro wieder. Danke, danke an die Technik. Aber so ist das nun mal, ne? Ja, vielen Dank, Robert Volker, für seine Ausführungen. Vielen, vielen Dank.